Step 8 bei weniger arbeiten, mehr verdienen. Ich muss auch jetzt wieder die Brille aufsetzen, sorry. Ja, wie du richtig starten kannst. Und das ist an sich ganz einfach. Es gibt sozusagen einen Circle of Success. Eine ganz einfache Möglichkeit zu starten. Halt dir das immer vor Augen. Es ist etwas in diesem Bereich, was einfach sein muss und duplizierbar sein muss. Und in diesem Circle of Success geht es im ersten Step immer darum, Gespräche führen. Wenn Menschen nicht von dir wissen, von deinem Angebot wissen, ja, wie willst du hier erfolgreich werden? Das funktioniert nicht. Mit Menschen sprechen ist etwas, was grundlegend ist in diesem Business, wenn du deine Träume und Ziele verwirklichen möchtest. Und da gibt es eine ganz einfache Methode, Type Talk Meet. Ja, erst Kontakt aufzunehmen, schriftlich per WhatsApp oder per Facebook, dann zu telefonieren, dann sich zu treffen. Ich mache mein Geschäft sozusagen beim Kaffee trinken. Und das ist das Schöne, dass wir wirklich einfach Beziehungen aufbauen und Lösungen anbieten. Der Grundsatz ist immer, habe ich eine Lösung für den anderen. Und das kann ich im Gespräch rausfinden, indem ich hinhöre, wo drückt der Schuh beim anderen und ihm eine Lösung anbieten kann. Also Step 1, Gespräche führen. Das zweite ist immer das Testen, denn ich habe schon mal erwähnt, du kannst nur dann dir etwas aufbauen und damit weniger arbeiten und mehr verdienen, wenn du 100% begeistert bist. Also ist der zweite Schritt immer Testen in diesem Erfolgskreislauf. Der dritte Schritt zu starten, der ist ganz, ganz einfach, denn du hast ein paar Kriterien. Achte bitte darauf, dass es kostenfrei ist, ja, dass da nichts Kostenpflichtiges entsteht, sondern wirklich kostenfrei. Und dass du dann mit den Produkten starten kannst und so einsteigst für dich, denn hier hast du in der Regel eine sehr geringe Investition im Verhältnis zu dem, was möglich ist. Schau einfach, was ist dein Ziel. Wenn du 500.000 Euro verdienen willst, ist die Investition geringer. Wenn du 5.000, 10.000, 50 verdienen willst, macht es natürlich Sinn, mehr zu investieren. Ja, du startest dann damit nach ganz klaren Etappen und Schritten und gehst dann in den nächsten Punkt, nämlich Kunden gewinnen. In der Regel brauchst du 20 bis 30 Kunden. Die zu gewinnen ist relativ einfach, weil du den gleichen Kreislauf von vorne beginnst. Du redest mit Menschen, du hörst zu, du schaust, wo drückt der Schuh, bietest Lösungen an. Und du lässt Menschen testen. Ja, also wir haben immer das Gleiche. Der fünfte Schritt ist dann Teampartner gewinnen. Also auch anderen Menschen zeigen, wie sie sich auch dieses perfekte Business für die Frau, Online-Business für die Frau aufbauen können. An jedem Ort der Welt arbeiten zu können, an jedem Platz, zu jeder Zeit. Wie viel Zeit auch jemand investieren, man einfach flexibel in der Zeit. Und vor allem auch mit den Menschen, die man mag. Ich verbringe immer wieder Urlaube, Wochenenden mit den Menschen in meinem Business. Und da mag ich natürlich nur mit denen zusammen sein, die ich auch mag, wo man sich versteht. Und das empfehle ich dir auch. Ja, und dann geht es andere ausbilden. Und das ist das Schöne, du hast so viel Fähigkeiten und Stärken, die du einfach weitergeben kannst. Und wenn du das Gefühl hast, das hast du im Moment noch nicht so, dann kannst du im Moment noch das Nutzen von anderen und irgendwann, wenn es bei dir passt, dein eigenes Wissen weitergeben. Das ist sozusagen dieser Kreislauf, wie du richtig starten kannst. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen traumhaft schönen Tag und freue mich auf den nächsten Step.